Hallo, im zweiten Video will ich also erklären, wie man furniert, wie Furnier aussieht, was es für Sorten Furnier gibt und wie es auf die Platte kommt. Aber bevor dies geschieht, muss ich erstmal losfahren und Platten holen. Da ich ein Einzelmann bin in meiner Firma, bekomme ich das nicht angeliefert, sondern ich fahre in den Holzhandel und hole mir das vor Ort. Und dort sehen wir uns dann gleich wieder. Ich bin zurück in meiner Werkstatt und jetzt müssen die Platten natürlich aus dem Auto hier rein, damit ich sie erstmal grob zuschneiden kann. Das sind ja die einzelnen Arbeitsgänge, die dazugehören. Die möchte ich auch gerne vorstellen, damit die Kunden auch sehen, wie der Preis sich zusammensetzt. Das ist nicht alles schnell reingekracht in eine Maschine und dann geht's los, sondern bei mir ist mehr oder weniger noch Handarbeit. Als nächstes kommt der Grobzuschnitt und dann das Furnier. So. Jetzt habe ich zwei Platten, die kann ich furnieren. Hier haben wir also das Furnier, was aufgeklebt werden soll auf die Platte. Dies ist Eiche und es ist Messerfurnier. Das bedeutet, der Stamm wird mit einem Messer durchfahren und hebt diese Späne dann ab. Es ist also ganz dünnes Holz. Man kann es auch als Holztapete bezeichnen. Es gibt natürlich viele, viele Holzsorten, die als solches Furnier erhältlich sind. Leider wird im Handel immer nur ein und dasselbe angeboten. Aber hier gibt es verschiedene Furniere zum Angucken. Palisander, Mooreiche, Maserknolle. Nochmal Palisander. Und wenn meine Kunden kommen und sich von mir Möbel bauen lassen, dann können sie sich faktisch hier ihr Furnier raussuchen. Das ist Nussbaum. Ja, und das kann man dann bestellen im Furnierhandel und kann das aufkleben. Es gibt also wunderbares Holz auf dieser Welt. Es ist vielen Leuten gar nicht bekannt. Whitewood. Das ist das, nochmal Whitewood, Olivenholz, Olivesche und so weiter. Also man kann auch im Internet unter Furnier bestimmt Muster finden. Damit ich das jetzt aufkleben kann, muss ich es erstmal fügen. Das bedeutet, die Seiten müssen ganz genau zusammenpassen. Was sie hier noch nicht tun. Und da habe ich mir Folgendes einfallen lassen. Ich habe mir auf meine Fräse einen Schlitten gebaut. Da steckt jetzt das Furnier drin. Einfach so reingelegt. Und ich schiebe das jetzt am Falzkopf entlang und dadurch entsteht eine komplett gerade Kante.
jetzt können wir auch anfangen, das Ganze zusammen zu nähen. Jetzt können wir noch gucken, ob das Bild stimmt. Also, das gehört so zusammen. Und jetzt habe ich hier eine Nähmaschine, eine Furniernähmaschine, mit der nähe ich das jetzt zusammen. So, und so kommt jetzt Bahn für Bahn ran. Diese Handnähmaschine wirft einen Leimfaden raus, der zickzack das Furnier zusammenklebt. Es gibt noch andere Möglichkeiten des Fügens, aber die ist für mich die beste. Es ist eine kleine Maschine. Die nimmt nicht viel Platz weg in meiner kleinen Werkstatt. Sie ist schnell zur Hand und man kann riesige Flächen mit ihr machen, ohne dass man das Furnier durch eine große Maschine schieben muss. Ich kann jetzt also hier 50 Meter Furnier zusammenkleben. Das würde man nie durch eine Maschine bekommen, also durch eine Klebemaschine. Jetzt kann man hier nochmal wunderbar sehen, wie man Bilder zusammenfügen kann. Nämlich hier ist genau der kleine Ast und hier ist die Maserung. Ich kann es auch so machen, aber im Wesentlichen werden die Bilder immer gefügt, dass das ein schönes Muster ergibt. Die nächste Aktion ist das Furnier aufkleben. Ich benutze Flächenleim und einen lapidaren Leimspachtel. Es gibt auch Leimauftragsgeräte, die habe ich auch ausprobiert, aber mit der Spachtel geht es für mich immer noch am schnellsten und am unkompliziertesten. Jetzt wird's interessant. Das war nicht so trefflich, aber ich hoffe, wir kriegen es noch hin. So. Nee, das wird nichts mehr. So, brauchen wir nicht. Ich habe jetzt hier eine Vakuumpresse
Und da kommt das ganze gute Stück rein. Das ist ein ganz einfaches Gerät. Die zieht jetzt die Luft aus diesem Foliensack und presst mit dem atmosphärischen Druck das Furnier auf. Das ist die einfachste Form der Vakuumpresse. Es gibt auch viel größere, viel kompliziertere. Aber wie gesagt, für meine Werkstatt ist es erstmal okay. Die Enden muss ich besonders abklemmen, denn da dringt die meiste Luft nach außen. So, und jetzt braucht das Ganze ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und dann werden wir mal sehen, wie es aussieht, wenn es herauskommt. Die Zeit ist jetzt um und wir können die Presse ausräumen. Die Vakuumpumpe zieht jetzt die Luft, also hat die Luft rausgezogen und bewirkt faktisch einen Druck von knapp einer Tonne auf den Quadratmeter. Das reicht, um das Furnier festzudrücken. Ja. Erste Pumpe, die kann ich jetzt ausmachen. So, das ist die Innenseite mit Birke und hier haben wir die Eiche. Man muss also die Spanplatte, die Schlappplatte von beiden Seiten furnieren, um ein Verziehen zu vermeiden. Deswegen nimmt man auf Innenseiten immer ein preiswerteres Furnier oder eben das, was gerade noch übrig ist. Und auf die Außenseite kommt das gewünschte Furnier des Kunden. Jetzt geht es weiter mit Zuschnitt. Beziehungsweise muss ich jetzt erstmal das Furnier abmachen. Dazu nutze ich ein Hakenmesser und mache erstmal grob ab. Man merkt hier schon, dass die Birke nicht so faserig ist wie die Eiche. Die lässt sich besser abmachen. So. Und so kann ich jetzt weiterverarbeiten und zuschneiden. Der nächste Arbeitsgang ist der Zuschnitt. Jetzt sind die grob zugeschnitten und als nächstes kommt der Feinschnitt.
Der nächste Arbeitsgang ist jetzt das Bekannten. Das kommt als nächstes.